Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Advance Wars und wir spielen gerade gegen Sonja. Das hier ist jetzt tatsächlich aber die letzte Mission für Yellow Comet. Und unser Ziel ist es hier, das Hauptquartier zu besetzen. Einfach, weil wir schon so viele Einheiten verloren haben, dass alles andere sinnlos ist. Und das freut mich nicht. I don't like that. Gucken wir mal, ob wir irgendwie mit unseren Einheiten hier Schritt für Schritt nach vorne navigieren können. Ah, es ist ein bisschen problematisch hier, weil die sich auch so dumm hinstellen, ey. Das ist also Käse ist das hier. Ich komme natürlich auch nicht in den Wald, das wäre ja auch ein Traum gewesen, aber so leicht funktioniert das leider nicht. Das läuft nicht alles immer nur nach meinem Gusto. Oder so heißt das doch. So, kann ich das Landeboot hier mal ausschalten? Ich muss ein bisschen mit meiner Munition sparen, glaube ich. 5 Schuss habe ich nur noch. Und ich kann das nicht mehr aufstocken, denn ich habe kein TTP und auch keinen Hafen. Deswegen ein bisschen Geiz ist gefordert bei Munition. Denn es kann durchaus sein, dass ich noch wichtigere Typen angreifen muss als dieses komische Kreuzerviech, was sowieso nicht angreifen kann mehr in dieser Mission. Und ich glaube, das Besetzen hier macht auch überhaupt keinen Sinn. Obwohl doch, vielleicht für das Reparieren von irgendwem. Vielleicht ist es doch dafür noch zu gebrauchen. Oh, ich kann doch einen Schritt weiter nach vorne. Ein Traum ist das. Verdammt, nur noch wenig Benzin. Das ist natürlich auch ein Problem. Könntest du theoretisch bis in den Wald schießen? Ach, du bist gar kein schussfähiges Gerät. Ist hier was? Nee, okay. Ist hier im Wald was? Moment, möchte ich mich hier hinstellen? Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich warte lieber noch eine Runde. Oh nein! Habe ich echt kein TTP gehabt vom Anfang an dieser Mission? Das wäre sehr fies, muss ich sagen. Das wäre richtig gemein. Weil dann wäre man noch voll aufgeschmissen. Guck mal, meine Einheiten hier sind alle im Benzinmangel jetzt. Also die kommen zwar noch nach oben, aber... Aber angenehm ist es nun nicht, muss ich sagen. Das ist wie wenn man hungert und die ganze Zeit den Tod vor Augen hat. Genau so ist das. Aber sie bewegt immerhin keine Truppen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so ungeil. Ich glaube, das ist sogar ziemlich gut, dass sie keine Truppen bewegt. Bis wohin kommt meine... Aha, da war noch was. Wusste ich's doch, ein Raketenwerfer. Gut, dass ich da nicht irgendwie blindlings reingelatscht bin. Denn das hätte durchaus übel ausgehen können. So, der kommt aber natürlich nicht bis hier unten, ne? Nee, da brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen. So, plopp und... Plopp. So, versuchen wir das einfach mal hier unter den Nagel zu reißen. Warum denn auch nicht? Ich weiß, dass hier irgendwo noch ein gefährliches Schiffchen rumtuckert. Weiß aber nicht genau, wo. Und ich weiß auch nicht, ob in diesem Wald irgendwas drin ist. Eieieiei. Aber ich glaube, früher oder später können wir das vielleicht sogar noch für uns entscheiden. Das Gute ist natürlich jetzt, weil wir so wenig Einheiten haben, sind die Tage relativ flott vorbei. Weil wir kaum Einheiten bewegen können. Denn die haben wir schon alle verloren im vorherigen Part. Ist das jetzt gut oder schlecht, ist natürlich die Frage. Ich glaube eher schlecht. Aber ja. So, weg mit dem erstmal. Und dann gucken wir, ob wir hier irgendwie noch das Schlachtschiff ausfindig machen können von ihm. Nee, können wir nicht. Können wir einfach nicht. So, ist hier irgendwas drin? Nein. Aber da ist ein Jäger. Okay, der ist momentan keine Gefahr für uns, denn wir haben keine Flugeinheiten mehr. Deswegen keine Gefahr vor Jägern. Ehrenjäger. Vor dem haben wir auch keine Gefahr. Mal gucken, vielleicht können wir den ja irgendwie noch mit unserer Missile hier plätten. Dann hätte der zumindest noch irgendeinen Sinn. Oh Mann, das Benzin ist echt ein Problem. Was ist denn hier los? Der Jäger ist kein Problem, aber das Benzin ist ein Problem. Die Fußtrupps, die ich noch habe, die sind ja zum Glück nicht auf Benzin angewiesen, sondern die können einfach hier marschieren ohne Ende. Und das sollte ich, glaube ich, auch machen. Ich glaube, ich sollte das Besetzen hier gar nicht durchführen. Obwohl, in besetzten Städten, heilt man natürlich auch Munition und Benzin, fällt mir gerade mal so auf. Vielleicht ist das ziemlich gut für uns. Aber das dauert ewig. Das dauert ja ewig. Ich komme bis in den Wald. Gucken wir mal, ob da was drin ist. Nee, ist nicht. Ist nicht. Das hier ist gefährlich. Ob ich mit dem jetzt das sichere Riff verlassen soll? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Ich glaube das nicht. Naja, bringen wir erstmal unsere Truppen ein bisschen weiter nach vorne. Ja, ich weiß, speedtechnisch mäßig wird das hier eine Blamage, die Mission, aber kann man nichts dran ändern, Leute. Wir müssen hier versuchen zu gewinnen, koste es, was es wolle, auch wenn es ein Rating wird, F oder so. Also A, B, C, D, E, F. F ist schon ziemlich bad. Aber wir müssen probieren, das einfach nur zu gewinnen. So, kann ich hier irgendwie tanken? So, eine Runde tanken wäre toll.
Hoffentlich sind die Benzinpreise nicht so hoch, ey. Oh mein Gott, Benzinpreise. Ich tanke jetzt nacheinander den Raketenwerfer und den Panzer. Und danach kommt auch dieser Spinner hier nochmal zur Tankaktion. Und dann können wir ordentlich Benzin schon mal nachfüllen. Er hätte auch nur noch 10 Einheiten Sprit. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt abgezogen wird wegen Kriegsnebel, auch wenn sie sich nicht bewegen. Das bin ich mir im Unklaren, aber ich überprüfe das gleich, wenn ich das nächste Mal am Zug bin. Denn dann haben wir die Kontrolle darüber und können gucken, ob das weniger geworden ist. Und ich habe immer noch 10. Okay, wenn ich mich nicht bewege, dann verliere ich auch keinen Sprit. Das ist natürlich ziemlich cool. So, aber wo darf ich mich hinstellen, ohne dass ich hier auf die Nase bekomme? Immer schön durch die Wälder navigieren. Das ist immer noch unsere größte Priorität hier. So. Ach komm, stecke ich ihn dahin. Das war jetzt zwar nicht optimal, aber das ist egal. Egal. Ich würde ja auch gerne da oben die ganzen Wälder auschecken, ob da noch irgendwie was Problematisches sich drin versteckt. Aber da habe ich momentan nicht die nötige Schusskraft, die mir den nötigen Schutz bieten würde. Deswegen muss das erstmal nach hinten geschoben werden. Ich weiß nicht, wie viele Einheiten sie noch hat. Sie scheint nicht mehr so ultra viel zu haben. Denn sonst würden ihre Runden auch wesentlich flotter vorbeigehen, glaube ich. So, ab nach vorne, meine Kollegas. Oder so sagt man doch immer heutzutage. Habe ich gelernt in so einem Rap-Video. So, und dann haben wir endlich unsere Einheiten wieder voll mit Benzin versorgt, außer ihm hier. Aber der ist ja sowieso egal, ne? Der ist ja nur dafür da, dass er Sicht generiert. Ich frage mich gerade, ob es irgendwie möglich ist, sicher in das Riff da oben reinzukommen. Ja, das ist ziemlich riskant, was ich hier mache, ich weiß. So, plopp, mal gucken, ob es irgendwie gelingt, da das Riff für das Schlachtschiff zu beanspruchen. Denn, dass das Landeboot da zwar drin ist, ist schön, aber das Schlachtschiff, das ist doch wesentlich sinnvoller. Und ich muss überhaupt aufpassen, dass er nicht irgendwie jetzt hier mit so einer Backdoor-Aktion ankommt und das Hauptquartier einfach besetzt. Das wäre natürlich richtig fies, wenn jetzt einfach hier so ein Landeboot rüberfährt und der das einfach besetzt und ich hier im Arsch der Welt bin. Das wäre richtig gemein, muss ich mal dazu sagen. Okay, das Riff haben wir für uns gewonnen. Das ist natürlich eine schöne Sache, so. Jetzt so langsam kann man sich dann Sorgen machen über... Oh, der hat auch kaum Benzin mehr. Das ist schön. So langsam kann man sich Sorgen machen über das Besetzen hier. Ich weiß jetzt nicht, was er für einen hier noch hat, ey. Das ist echt eine problematische Situation. Das ist sehr problematisch. Ich stelle mich mal hier ein bisschen öffentlicher an die Front und gucke, was passiert. Ich versuche ihn mal herauszulocken. Mal gucken, ob diese Strategie gut ist. So, den holen wir auch raus. Und falls er nicht angreift, dann können wir theoretisch in der nächsten Runde anfangen zu besetzen. Das wäre geil. Oh, da hat er noch was. Da hat er noch was in der Hinterhand. Einen Panzer. Den Jagdpanzer hat er noch mobilisieren können. Der stand da einfach so im Wald rum, wie es aussieht. Aber gut, das spielt ja genau in meiner Hand, denn zack, da hast du es. Du Käsekopf. So, ist da was drin? Nein. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Und mit dem Schlachtschiff können wir den jetzt komplett rausnehmen. Sehr gut. So, die Stadt können wir schon mal für uns sichern. Das ist eine feine Sache. So, aber ihn hier möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht verlieren, aber ich möchte ihn trotzdem ungedeckt lassen, denn wer weiß, was er noch für Einheiten hat. Vielleicht kommt da ja noch was zum Vorschein, was mir hier das Leben zur Hölle machen möchte. Aber ich glaube, sonst sieht es ganz gut aus momentan. Bald kann ich anfangen, das Hauptquartier zu besetzen von der guten Sonja. Es wird auch langsam Zeit, wir sind schon bei Tag 17, oh mein Gott. Ja, Stimme. Meine Stimme killt mich. Ja, ich habe schon seit längerem irgendwie so Krankheitserscheinungen. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie nur irgendwie so ein Gedankenkram ist oder ob das wirklich hier the real Krankheit ist. Das weiß ich nicht. So, einfach mal alle hier an die Front. Nichts kann uns mehr aufhalten. Wir sind hier vollkommen sicher. Denn wir sind gut gedeckt, oder? Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, du hast keine Chance mehr. Außer wenn jetzt noch irgendwie eine Einheit bei meinem Hauptquartier einschleusen kann, dann hätte ich noch die Möglichkeit zu verlieren. Aber ansonsten sieht es doch ziemlich gut aus für uns, muss ich sagen. So, Roms. Ich checke noch... Oh, du kannst gar nicht mehr. Du hast kein Benzin mehr. Tolle Wurst. Dann checke ich mit dir halt. Okay. Und dann Tschüssi. Tschüssikowski, sage ich dazu. So, und in der nächsten Runde besetzen wir das HQ. Und dann haben wir gewonnen.
Oh, zum Glück hatte ich den da als Verteidigungswall aufgebaut. Ansonsten hätte das nochmal übel ausgehen können. Aber ich habe es zum Glück geschafft. Also gut, Sonja. Jetzt bekomme ich ein paar Antworten. Warum hast du uns angegriffen? Alles zu seiner Zeit, Tami. Aber zuerst Andy. Was? Du hast keine Schwachpunkte. Ja, natürlich nicht. Aber du hast auch keine besonderen Stärken. Hä? Hahaha, aber insgesamt ist das eine Stärke. Arbeitest du nicht gern mit Andy zusammen, Typh? Nee. Eigentlich lieber mit Max, aber... Und wenn es hart auf hart kommt, helfen Max und Tami aus. Naja, eigentlich nur Max, weil Tami ist scheiße, aber okay. Alles, was Typh tun muss, ist zu entscheiden, wer kämpft. Wenn du das tust, kann dich keiner auf dem Schlachtfeld schlagen. Hey, was ist mit mir? Tami. Ja? Du und deine Freunde werdet bald einen unvorstellbaren Gegner treffen. Was? Pass bitte auf, Typh und Andy, auf. Woher weißt du... Das ist nicht von Interesse für dich. Bis bald, Tami. Hey, warte doch. Sie ist schon wieder weg, ey. Und sie hat uns nicht das kleinste bisschen verraten. Na, Hauptsache gewonnen, ey. Ich bin froh, dass ich gewonnen habe. War gar nicht mal so eindeutig. Aber immerhin ein A-Rang. Damit kann man zufrieden sein, denke ich. Sieg errungen und hoffentlich einen Rank-Up. Auch wenn es total egal ist, aber... Nee, wieder kein Rank-Up. Eine Schande. Also es wird auf jeden Fall gespeichert hier, das ist eine ganz klare Sache. Und dann gucken wir, was die... Oh, wir haben mehr Missionen zur Auswahl. Weht ihr Winde am Morgen, weht ihr verweht die Sorgen. Drake, was machst du so weit hier draußen? Du musst in Stellung gehen. Morgen, Igel, willst du dich nicht lieber faul in die Sonne legen? Bist du verrückt? Das Sternkorps von Orange Star ist im Anmarsch. Ach, wirklich? Wirklich? Drake, hast du einen... Ganz ruhig, alles unter Kontrolle, keinen Grund zur Eile. Es ist alles vorbereitet. Ist die Sonne nicht wunderbar? Oh, er ist weg. Na gut, ich setze wohl lieber langsam die Segel, bevor Eagle sich noch mausert und schlechte Laune bekommt. Drake nimmt mir immer den Wind aus den Segeln. Er ist ein Meister der Seeschlachten, aber ich frage mich manchmal, ob er nicht eine Diät machen sollte. Oder so. So, mehrere Missionen haben wir zur Auswahl. Entweder mit Andy, das ist genau der richtige Ort für mich. Oder mit Max, das ist genau nach meinem Geschmack. Oder mit Tami, das könnte wirklich schwer werden. Ach so. Ist das so ein bisschen schwierigkeitsmäßig? Also Tami sagt, es wird schwer, Andy sagt, es wird leicht und Max sagt irgendwie, es wird mittel oder so. Ist das so, wie ich das zu verstehen habe, Spiel? Rede mit mir. Ich probiere es mit Max aus, weil ich ihn einfach am liebsten mag. Auf ins Getümmel. Ja, aber sicher. Falls es scheitert, probieren wir die mit Andy aus. Captain Drake. Sehr cooler Name. Tag Nummer Uno. Verdammte Scheiße. Erst Yellow Comet und jetzt Green Earth. Wir wollen doch nur an ihnen vorbei. Warum greifen sie uns alle an? Ich dachte, zwischen unseren Ländern herrsche Frieden. Ich bin genauso ratlos wie du. Trotz allem erleben wir Drakes Gabe. Das wird ziemlich schwer. Was weißt du über ihn? Ich hörte, er sei nahezu unbesiegbar in Seeschlachten. Seine Armada soll unglaublich stark sein. Oh Mann, warum hat Max immer die besten Kämpfe? Bei direkten Kämpfen bin ich euer Mann. Wir müssen alle Einheiten erledigen. Bist du bereit, Typh? Diese Map sieht irgendwie extrem schlecht designt aus. Es gibt überhaupt keine Berge, überhaupt gar keine Wälder. Hat das irgendein Praktikant hier designt oder so? Also das hier ist echt ein bisschen komisch. Naja, rotzen wir erstmal. Ist es gut, so überstürzt zu handeln? Frage ich mich jetzt mal so. Weiß nicht, ob das schlau ist. Ich möchte lieber erstmal auf Tauchgang gehen, denn wer weiß, was hier alles so versteckt ist. Das ist gefährlich, wenn man hier so vorprescht, ohne eine Ahnung zu haben, was einem erwartet. Habe ich gelernt in der Kommandantenschule. Deswegen arbeiten wir hier strikt nach Plan. Oh, guck mal an, hier ist noch so ein Boot. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Und dann hätte ich mir in die Hosen gemacht. So, 108%, das ist natürlich eine feine Sache. Ich kann natürlich auch die ganzen Städte besetzen, aber ist das voll schlau? Ist das super schlau? Wahrscheinlich ist das super schlau. Deswegen machen wir das. Dam, da, dam. Ja, er hier muss leider noch warten eine Runde, bis er nach unten geschickt werden kann. Denn ich habe keine Einheiten mehr, die ihn mitnehmen können auf seine große Fahrt. So. Ach ja, wir müssen uns auch noch angucken, was Drake überhaupt für ein Spinner ist. Der ist ja ein neuer.
Die See ist seine Heimat, Seeeinheiten mit hoher Feuerkraft und Reichweite, am Himmel ziemlich schwach. Tsunami ist seine Gabe, fügt allen Einheiten Schaden zu. Toll, die Gabe ist genauso schlecht designt wie diese Karte. Einfach total langweilig. Ausgeglichener und tollkühner Kerl. Ausgeglichen und tollkühn, widerspricht sich das? Naja. Feind die See? Nein, Höhe. Schlag mal nicht so hohe Wellen, ist sein Zitat. Ja, interessant. Mal gucken, was wir hier in dieser Mission gegen Drake machen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich hoffe ihr auch. Des Rätsels Lösung werden wir allerdings erst das nächste Mal erfahren, wenn wir wieder eine Runde Advance Wars zocken. Also bis dann, Leute, und ciao!